I can try if you let me. With our lives I am bleeding. 3 Monate, über 10.000 Kilometer, 13 Länder und eine geile Zeit. Das liegt hinter mir. Ich bin wieder in der Pfalz zu Hause, in der Nordpfalz hier in Ratskirchen und denk gern an meine Tour die letzten Wochen und Monate zurück. Ich habe so viel erlebt und so viel gesehen und so schöne Begegnungen gehabt. Das war richtig, richtig klasse. Die Tour mit meinem Elektro-Venster hat richtig, richtig gut geklappt. Ich war selber überrascht, dass ich weit über die 10.000 Kilometer komme und immer unterwegs irgendwo gut aufladen konnte. Viele von euch haben schon gefragt, wie es dann weitergeht mit dem YouTube-Kanal, jetzt wo ich von den 3 Monaten wieder zurück bin. Es gibt eine gute Nachricht, es geht weiter. Ich bin zunächst jetzt erstmal keine 3 Monate mehr am Stück unterwegs, aber auf jeden Fall weiter unterwegs. Unterwegs zum einen mit meinem Elektrovenster und zum anderen mit meinem Kastenwagen, mit meinem Summit 540, mit dem Aufstelldach. Auch mit dem werde ich die nächsten Wochen und Monate ab und zu unterwegs sein und dann von den Fahrzeugen berichte und natürlich auch von dem, was ich alles so treibe, was ich mache, was ich erlebe. Und es gibt natürlich auch noch einige Filme von den letzten Wochen und Monaten von meiner Tour. Da habe ich zum Beispiel das Thema Heizen, ganz verschiedene Heizmöglichkeiten im Elektrovenster oder überhaupt im Camper. Und dann habe ich noch einen Film drüber, das ist der nächste, den ich hochlade zum Wochenende hin. Das war nicht so schön das Thema, aber es ist tatsächlich passiert. Ich bin nämlich in Frankreich, in Südfrankreich, auf dem Rückweg von Portugal, Spanien, Frankreich, stehen geblieben. Mein Akku war komplett leer. Die Ladeinfrastruktur war zwar insgesamt gut, aber trotzdem ist es mir leider, leider passiert. Ich bin nimmer weitergekommen und was dann passiert ist, was ich da erlebt habe, davon berichte ich im nächsten Film. Ich wünsche dir und ich wünsche euch allen schöne Weihnachten, gesegnete Weihnachten und natürlich alles, alles Gute fürs neue Jahr und bleibt mir treu. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Madison.